meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, schönen guten Tag nochmal von meiner Seite aus. Ja, man muss der Politik im Prinzip gratulieren. Man hat es geschafft. Man hat es echt geschafft, die Tierproduktion in Deutschland. Ist das Mikro nicht an? Ja, notwendigerweise. Ganz locker. Bitte? Naja, manchmal ist schon ein gewisser Zwang dahinter. Lassen Sie mich mal weiterreden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Schulze-Wiedenbrauck hat jetzt das Wort und ich denke, es ist jetzt auch möglich, dass er jetzt fortfährt. Bitte schön. Dankeschön. Ich gratuliere jetzt nochmal zu diesem starken Erfolg der Politik, hier die Landwirtschaft, gerade die Tierproduktion, so massiv in die Enge getrieben zu haben, dass inzwischen, ich habe heute noch mal mit einem Schweinehalter diskutiert, der hat mir gesagt, die Zukunft in der Schweinehaltung ist weg. Keiner will mehr überhaupt noch die Sache angehen. Es gibt, soviel ich weiß, eine einzige Investition in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Selbst das schaffen die Behörden nicht mal auf die Schnelle zu beheben bzw. zu bearbeiten. Aber insgesamt hat die Politik hier einen ganz großen Erfolg hingelegt, solange die Restriktionen aufrecht, also Auflagen zu betreiben, bis keiner mehr sich wagt, überhaupt noch Schweine zu halten. Wissen Sie denn ungefähr, was Sie am Schwein, wissen Sie, Herr Krüger, was Sie am Schwein verdienen heutzutage? Was schätzen Sie denn so? An einem Schwein, sagen Sie doch mal. Einen Moment bitte, Herr Schulze-Wiedenbrauck, Sie haben jetzt das Wort. Sie können also reden und stellen bitte nicht Herrn Krüger Fragen. Gut, weil er so interessiert war, wollte ich das ganz gerne zur Verfügung stellen. 4 Euro sind es zurzeit. 4 Euro. Und damit soll man Schwein produzieren. Wer geht denn dieses Risiko ein? Da haben Sie überhaupt keinen Erfolg. Die Mastanlagen, die überall im Land natürlich jetzt leer stehen, werden angeboten wie sauer Bier. Das will keiner mehr auf sich nehmen. Warum ist das so? Weil Tierwohl wurde hier erwähnt, hat man ja auch nichts dagegen, kann man aber so weit treiben und so bürokratisieren, dass am Ende nichts mehr bei rumkommt. Und das hat man in Deutschland hinbekommen. Wir werden natürlich keine Probleme haben, Schweinefleisch zu importieren. Das wird überhaupt gar kein Thema sein. Das kriegt man natürlich auch selbstverständlich hin. Die anderen Länder reiben sich doch schon die Hände. Spanien hat massiv ausgebaut, über 20% neu sozusagen installiert. Dort geht das, bei uns geht das nicht. Und das ist das Ergebnis dieser Politik, permanent bei den Landwirten immer noch einen draufzusetzen. Wir hatten ja ein ähnliches Thema vorhin, dass man immer meint, noch eine Regulation mehr zu schaffen. Und jedes Mal, wenn die Landwirte dachten, na jetzt sind wir durch. Nein, das war ein ganz großer Irrtum. Manche Verordnungen haben nicht einen Bestand für ein halbes Jahr. Und dennoch denkt man sich schon wieder das nächste aus. Und ich erinnere an einen grünen Minister, der mal gesagt hat, wir werden uns nicht mehr mit Schildern von einer Massentierhaltungsanlage hinstellen und die dann sozusagen wegzudemonstrieren. Das werden wir nicht mehr machen in Zukunft. Wir ändern die Bauvorschriften so lange, bis der Mester aufgibt. Und das ist jetzt passiert. Und das ist ja nicht nur bei der Schweinehaltung passiert. Wir denken ja meinetwegen auch an die Rahmenbedingungen bei den kleinen Wiederkäuern, Schafe, Ziegen. Die Schäfer, mit denen ich gesprochen habe, haben mir ganz klar gesagt, sie hätten erstmal so und so keinen Nachwuchs, will kaum noch einer machen. Und wir wissen, das Hauptproblem ist hier bei der Wolf. Die Politik wollte jahrzehntelang überhaupt nicht darauf reagieren. Das hieß immer, das ist wichtiger als alles andere. Das Ergebnis dessen ist, dass die Weidetierhaltung natürlich ganz stark zurückgeht. Und ob überhaupt noch eine Nutztierhaltung sozusagen, ob man überhaupt noch von reden kann in Zukunft in Deutschland. Wir sind jedenfalls jetzt in einer Situation, meine Damen und Herren, wo es vielleicht in Zukunft hier keiner mehr bereit sein wird, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja nicht einfach nur so ein Spiel, was man mal irgendwo versucht für ein halbes Jahr oder so. Wenn Sie eine Mastanlage bauen, Schweine, dann möchte ich eine Sicherheit haben von 20 Jahren. Das muss 20 Jahre funktionieren, denn so lange läuft die Amortisation des Stalles. Und ja, wenn wir das so genau wissen, warum handeln wir nicht danach? Das ist doch die Frage, warum man es drauf ankommen lässt. Und ich gehe wieder mal davon aus, dass hier ein politischer Wille dahinter steckt, und zwar in der Hinsicht, dass man die Tierproduktion ja weghaben will, insgesamt weghaben will. Es gibt ja genug Leute, die der Meinung sind, man könnte sich vegetarisch ernähren, das hat dann aber nichts mehr mit Freiheit zu tun, ist einfach so lange gespielt worden, bis alles kaputt ist. Und in der Situation sind wir. Und das tut mir leid, das sagen zu müssen, das ist von der Sache her völlig verantwortungslos, überhaupt so zu agieren.
Und immer mit dem Versprechen vorneweg, ach, wird schon irgendwie gehen, ihr kommt schon über die Runden und jammert mal nicht so viel. Das ist auch nicht so schlimm, wenn ihr mehrere Nullrunden macht. Das ist angeblich alles kein Problem, alles kein Drama. Die Landwirte sagen aber, oder speziell die Tierhalter, zur Pflanzenproduktion kann ich auch noch kommen, aber die Tierhalter sagen ganz klar, sie haben da keine Lust mehr drauf. Und das haben sie geschafft, meine Damen und Herren. Ich schließe da auch ruhig die CDU mit ein. Die waren auch jahrelang verantwortlich für Landwirtschaftspolitik in Deutschland. Und somit auch, selbstverständlich auch mit in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben die Landwirtschaft in eine Situation gebracht und völlig ohne Not, muss man dazu sagen. Es gibt da gar keine Not zu. Und um nochmal auf Tierwohl sprechen zu kommen. Ein Tierhalter ist immer daran interessiert, dass seinen Tieren gut geht. Weil die Haltung macht 70% der Leistung aus. Wenn die Tiere nicht ordentlich gehalten werden, brauchen sie keine Leistung erwarten. Da fegt sie der Markt und so weg. Da brauchen sie gar keine Angst haben. Da bedarf es nicht immer die Politik, die dann kommt und sagt, da muss noch ein Spielzeug angebaut werden, da muss noch ein Spielzeug, das muss noch zusätzlich, sogar die Zentimeter vorgibt, in welchen Abständen die anzubauen sind. Und nun hat ja, sage ich mal, eine große Halle ja auch nur 4 Wände. Und die reichen schon nicht mehr aus für die ganzen Vorgaben, für die ganzen Spielzeuge, für die ganzen Sondertränken, alles, was verlangt wird, um jetzt, sage ich mal, auf das Tierwohl zu kommen, auf das Level zu kommen. Und damit, und weil das alles nicht reicht und weil es noch nicht ganz platt ist, also weil noch ein bisschen Tierproduktion haben wir ja noch, weil es noch nicht reicht, gibt es jetzt nachher auch noch ein staatliches Tierwohl-Label. Das wird dann zur Zwang, zur Pflicht. Und weil das auch immer noch nicht reicht, hat der Minister der Grüne sich ausgedacht, Cem Özdemir hat sich ausgedacht, er könnte doch jetzt auch mal das Fleisch noch mal richtig verteuern. Warum nicht? Und stellt sich dann noch hin, und das ist diese Arroganz, und das kann man gar nicht mehr nachvollziehen, also diese 1-2%, das wird der Verbraucher kaum merken. Also der Verbraucher merkt zurzeit alles. Auch wenn sie den Sprit ein bisschen teurer haben, wenn sie die Energiekosten teurer haben, das kriegt der Verbraucher alles mit. Eben diskutieren wir ja noch, angeblich soll der Mindestlohn ja das denn retten, was ich eigentlich auch nicht sehe. Aber hier eine ganze Branche so stark zu beschädigen, und das ist das ausgesprochene Ziel der Grünen auch gewesen, die Tierproduktion zumindest in dem Rahmen, wie sie heute existent ist, abzuschaffen. Und wer kann ja Ihre Fragen nicht beantworten, weil das soll ich ja nicht. Verstehen Sie? Deswegen rede ich einfach weiter. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Ja. Bitte, Herr Krüger. Sie haben sich ja über die Regeln, die aufgestellt worden sind, beklagt. Ja. Ich würde es begrüßen, wenn Sie sehr konkret hier vielleicht mal deutlich machen, welche der Regeln Sie denn abschaffen wollen. Wollen Sie keine strukturierten Buchten mehr haben? Was wollen Sie? Was soll abgeschafft werden? Das ist eine ganz einfache Antwort dazu. Wir haben eine Landwirtschaft gehabt, die funktioniert hat. Und jetzt haben Sie das Regelwerk immer weiter ausgebaut. Ich habe es gerade vorhin gesagt, Sie hätten es zuhören müssen. Alle halbe Jahre kommen neue Regeln auf den Markt. Das heißt, mein Schweinestall zum Beispiel hat keinen Bestand mehr. Ich muss wieder anpassen. Und dessen sind die Tierhalter leid. Verstehen Sie, was ich meine? Sie erfinden doch aus der Politik heraus diese neuen Regeln. Das machen ja nicht Landwirte. Und die sind ja über 20 Jahre, 25 Jahre erfolgreich gewesen. Nach der Wende, sag ich mal, um da jetzt mal anzusetzen. Und da können wir wieder hin zurück. Ganz einfach. Sie werden letztendlich, um das noch zu Ende zu führen, Sie werden letztendlich, auch wenn jetzt natürlich importiert werden wird, wir stellen selber kein Fleisch mehr her in dem Sinne, und Sie werden letztendlich auf dem internationalen Markt nichts Besseres bekommen, als das, was Sie in Deutschland bekommen. Es gibt auf der ganzen Welt keine bessere Landwirtschaft als die deutsche. Herr Abgeordneter, gestatten Sie noch eine zweite Zwischenfrage? Ich denke, es reicht jetzt. Wie bitte? Es reicht. Okay. Und ich war dabei stehen geblieben, also der Tierhalter ist am stärksten daran interessiert, seine Tiere wohl zu halten, weil er nur dadurch überhaupt am Markt beständig sein kann. Das ist eine ganz einfache Logik, das kann jeder nachvollziehen. Wenn ich einen Haufen kranke Tiere habe oder Tiere, die sich nicht wohlfühlen, Sie scheinen ja genau Bescheid zu wissen, wahrscheinlich kommen Sie aus der Landwirtschaft, da muss ich ja passen, da habe ich keine Ahnung von. Das Allerwichtigste für einen Tierhalter ist, seine Tiere wohl zu versorgen. Ansonsten hat er überhaupt gar keine Chance auf dem Markt. Unterhalten Sie sich mit den Leuten und Sie werden in Zukunft, wenn das hier so weitergeht mit der Politik, die wir zurzeit hier erleben, werden Sie in Zukunft keine Tierhalter in Deutschland mehr finden.
Da ist ein unheimliches Risiko, was man da eingeht, weil man eine Investition tätigt, über mehrere Millionen, wurde ja vorhin auch schon gesagt. Und dann kann ich nicht verstehen, wie man auf die Idee kommt, den Investor zu vergraulen. Und die werden natürlich einfach mit der Marktfrucht weitermachen, aber da erleben wir in der Sache demnächst Ähnliches. Wir haben es ja schon mit den roten Gebieten jetzt gehabt und da wird es auch noch immer weitergehen, so lange, bis das hier wirklich zu Ende ist. Hier sind ganz andere Interessen im Spiel, ich denke von internationaler Wichtigkeit, wo man sich hier den Markt Deutschland sicherstellen möchte. Und die deutschen Landwirte stören dabei. Dankeschön, meine Ausführungen sind hiermit beendet. Applaus